bedanke mich dafür und bitte jemanden vom Landesvorstand auf die Bühne, damit er das mit den Vertrauenspiraten dem Landesparteitag einmal kurz klar macht. Vielleicht, wenn die Vertrauenspiraten da sind, auch mit auf die Bühne. Das macht Sinn. Duzi ist ein bisschen quengelig. Sie wurde noch nicht genug gehuldigt heute. Ich habe nicht Geburtstag. Ich darf eigenständig sprechen, das ist wunderbar. So, ihr habt gestern den Benny Pirk in den Landesvorstand gewählt. Er war vorher Vertrauenspirat, dadurch ist die Situation entstanden, dass wir einen neuen Vertrauenspiraten brauchen. Im Moment haben wir die Claudia Koller aus dem KV München-Land. Und wir haben eine Bewerberin, die das gerne machen würde und wir würden gerne die Vertrauenspiraten von euch bestätigen lassen, weil ihr euch in Zweifelsfällen, Streitfällen, Konflikten an sie wenden sollt. Wir haben Beatrix Hilpert, die diesen Parteitag mitorganisiert hat als Kandidatin. Möchtest du was zu dir sagen? Morgen allerseits, heute schreie ich nicht, heute seid ihr ja leise. Also ich bin hier im KV Regensburg. Manche von euch kennen mich, die meisten vermutlich nicht, außer vom Brüllen. Ich bin noch nicht so lange dabei, was den entscheidenden Vorteil hat. Die ganzen Untiefen, die hier in der Partei sind, und das weiß ich, die gibt's, sind mir noch soweit unbekannt. Von dem her, wenn es Probleme gibt, kann ich ziemlich unbedarft rangehen und erstmal flauschen und dann versuchen, Probleme zu lösen. Ich mache das jeden Tag in meinem Brotjob mit Kindern zwischen 11 und 18. Geistige Reife zwischen denen und euch, ich glaube, das gibt sich nicht viel. Okay. Liebe Versammlung, also Claudia, du kannst vielleicht auch noch mal was zu dir sagen. Also ich würde es auch wieder weitermachen wie bisher, könnt mich jederzeit ansprechen und wir stehen ja auch schon im Wiki, da werden wir uns dann noch eintragen. Ich würde mich auf die Zusammenarbeit freuen mit jemand, der neu ist, weil so ein paar Konflikte kenne ich jetzt halt doch schon eine Weile und deswegen schauen wir mal. Das wird auf jeden Fall spannend. Die Vertrauenspiraten sind streng genommen Beauftragungen, die der Landesvorstand ausspricht. Wir würden die beiden Damen weiter beauftragen oder neu beauftragen, aber wir hätten gerne von euch jetzt ein Votum, ob ihr damit einverstanden seid. Okay. Ja, ja, wir machen das Ganze einfach nochmal. Genau, ja, ihr seid jetzt nochmal, wer ist damit nicht einverstanden? Fürs Protokoll einstimmig bestätigt. Ja, und mit der üblichen Geschwindigkeit von gestern kommen wir dann auch.